So. Herzlich willkommen in die zweite Runde unserer heutigen Veranstaltung. Mein Name ist Mekon Miskena. Ich arbeite hier in der Heinrich-Böll-Stiftung. Ich möchte ganz kurz Biran Müngel vorstellen. Biran Müngel wird aus seinem Buch einen Auszug lesen und uns in das Nachmittagsprogramm einführen. Das Buch heißt Der Hodja und die Pipenkötter. Bin sehr gespannt. Ich kenne das Buch, aber ich weiß nicht, wie viele von Ihnen das Buch schon gelesen haben. Es ist ein sehr schönes Erlebnis. Bevor er mit seiner Lesung anfängt, würde ich ihn ganz kurz vorstellen. Biran Müngel wurde in Wickede, Wim Bern im Kreis Soest in Nordrhein-Westfalen geboren und schon im Alter von 17 Jahren hat er angefangen, für eine lokale Zeitung zu arbeiten, für eine Lokalzeitung zu schreiben. Er hat in Dortmund Journalistik und Amerikanistik studiert. Das haben wir gemeinsam. Ich habe auch Journalistik studiert in Dortmund und hat von 1999 bis 2004 für das WDR-Programm Cosmo im WDR Funkhaus Europa moderiert und als Autor und Reporter für WDR Hörfunk und für das ARD-Magazin Monitor gearbeitet und geschrieben. Darüber hinaus arbeitet er als Inlandskorrespondent für die Tagesschau und seit November 2010 ist er stellvertretender Unternehmenssprecher des Westdeutschen Rundfunks in Köln. Eine sehr reichhaltige Biografie für das junge Alter, aber umso spannender. Vielen Dank, Herr Büngel. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Meskina, für die netten Worte zur Einführung. Ja, der Hodja und die Pipenkötter. Ich sage es gleich, das ist quasi Don Camillo und Pepone, nur eben nicht mit kommunistischem Bürgermeister und Popen, sondern mit einem muslimischen Geistlichen und einer konservativen Oberbürgermeisterin. Er kommt neu in die Stadt und möchte gerne, als er die Hinterhofmoschee sieht, eine schöne Repräsentative haben, sagt das auch dem erstbesten Reporter, der ihm über den Weg läuft. Und sie ist 6 Wochen vor der Wiederwahl und möchte natürlich wiedergewählt werden. Er will eine Moschee, sie will wiedergewählt werden und schon haben wir den Grundkonflikt zwischen den beiden. Und die erste Begegnung, die nach einer Pressekonferenz der Pipenkötter stattfindet, wo sie den neuen Hodja schon mal ziemlich aufs Korn nimmt, die würde ich Ihnen jetzt gerne vorlesen. Die hohen Herren aus dem Moscheeverein hatten sich nicht lumpen lassen. Auf dem Vorplatz der Moschee herrschte ein großer Auftrieb. Auf der einen Seite führte eine junge Truppe Volkstänze auf, begleitet von scheppernder Musik aus 2 mickrigen Boxen. Auf der anderen gab es türkische Leckereien von Börek bis Döner. Am Moscheeeingang waren 2 Mikrofone aufgebaut. Dort sollte der offizielle Teil der Begrüßung stattfinden. In der Moschee rezitierten Schuljungen den Koran. Viele neugierige Gemeindemitglieder waren ebenso da wie deutsche Honoratioren, außerdem Journalisten von deutschen und türkischen Redaktionen. Insgesamt waren es etwa 150 Menschen und es gab keinen einzigen, der nicht auf die eine oder andere Art von Nuri Hodjas Vorstoß erfahren hatte. Die meisten Journalisten hatten bereits an der Pressekonferenz der Pipenkötter teilgenommen. Als Nuri Hodja aus dem Wagen stieg, klatschten viele höflich. Zunächst begrüßten ihn die Herren Vereinsvorstände, dann der evangelische Pfarrer. Der katholische Pastor schenkte ihm eine Bibel. Nuri Hodja genoss es, im Mittelpunkt zu stehen. Osman flüsterte ihm zu, die Pressesprecherin der Pipenkötter habe angerufen, die Oberbürgermeisterin sei aufgehalten worden, aber bereits auf dem Weg. Man möge doch mit den Reden beginnen, damit die Oberbürgermeisterin nicht allzu lange warten müsse. So setzte sich eine Traube in Bewegung Richtung Mikrofone. Verschiedene Leute, die Nuri Hodja allesamt nicht kannte, verloren freundliche Worte über den Dialog im Allgemeinen und den neuen Hodja im Besonderen. Keiner wagte es, das Moschee-Thema anzuschneiden, bis der metallic-graue Audi der Oberbürgermeisterin vorfuhr, der Pastor seine Rede über die Nächstenliebe eilig beendete und alle Anwesenden den Atem anhielten. Die erste Begegnung von ihr und ihm. Der Platz vibrierte förmlich vor Spannung.
Beim Händedruck sahen sich die beiden kühl lächelnd an und die Fotografen drückten auf die Auslöser. Herzlich willkommen, sagte die Piepenkötter in die vor ihr stehenden Mikrofone, so dass alle sie hören konnten. Ich freue mich, dass Sie hier sind. Sie haben sich ja gleich gut eingeführt. Die Leute lachten, teils unsicher, teils voller Vorfreude auf das anstehende Wortgefecht. Nuri Hodja machte einen Schritt auf die Mikrofone zu und erwiderte: Vielen Dank, Frau Piepenkötter. Jetzt wenigstens alle wissen, ich da bin. Hatte dieser Mistkerl gerade wirklich Piepenkötter gesagt? Köter? Aus den Augenwinkeln sah die Oberbürgermeisterin, wie empört Meierlein ihr Referent dreinblickte. Sollte sie den Hodja korrigieren? Dieses eine Mal schlucke ich es, dachte sie. Nur nicht provozieren lassen oder kleinkariert wirken oder sogar ausländerfeindlich. Vielleicht war es auch keine Absicht und er konnte einfach nicht besser sprechen, dass die Türken aber auch immer Leute schickten, die kaum oder gar kein Deutsch konnten. Dann wandte sie sich dem Hodja zu. Ja, für wahr. Sie sind da. Ob sich wirklich alle darüber freuen, wird sich noch zeigen, sagte die Piepenkötter süffisant und sorgte sogar bei einigen türkischen Journalisten für ein Schmunzeln. Sie warf Nuri Hodja einen aufreizenden Seitenblick zu. Sie gefiel sich in ihrer rhetorischen Überlegenheit. Nuri Hodja legte den Kopf schief, wie er es immer tat, wenn er überrascht wurde. Doch als das Gelächter abebbte, sagte er ganz sanft: Sie sich sicher werde freuen, Frau Piepenkötter. Ach, ich hoffe auch, dass der erste Eindruck trügt. Sie sprechen ja auch sehr gut Deutsch, da werden wir uns bald sehr gut verstehen. Diese Spitze brachte mehr Lacher bei den Deutschen. Deutsch früher gelernt, bisschen vergessen, aber bitte entschuldigen für erster Eindruck. Allah hat mir geschenkt die Temperament und die Eifer. Das sind ja an sich erfreuliche Gaben, die unserem guten Dialog, den wir bisher mit Ihrer Gemeinde hatten, sicher nicht im Wege stehen werden. Dialog, sehr gut, Frau Piepenkötter, sagte Nuri und ging einen kleinen Schritt auf die Piepenkötter zu. Das finde ich auch, darauf können wir auch stolz sein, dass wir das bei all den alltäglichen Problemen und Problemchen miteinander hinbekommen. Da kann sich Herr Kress, das ist hier der Rechtsaußen bei uns, auf den Kopf stellen. Auch die Piepenkötter machte einen kleinen Schritt auf Nuri zu. Beide musterten sich aufmerksam wie zwei Ringer, bevor sie in den Clinch gehen. Wenn Sie für Dialog, wir sofort anfangen, oder? Rief Nuri Hodja und blickte in die Menschentraube vor ihm. Viele klatschten. Frau Bürgeroberbürgermeisterin, bitte spontan zweiter Eindruck machen, direkt jetzt in meine Wohnung. Ich Sie einladen, schönes traditionell Frühstück. Ein Raunen ging durch die Menge, etliche Gäste und die Mehrheit der Journalisten nickte und wie bei einem Tennisspiel wandten sich nun alle der Piepenkötter zu. Ja, also mein Terminkalender, die Piepenkötter sah sich nach Meierlein um. Frische Zutaten aus Türkei, unsere Gastfreundschaft tut nicht akzeptiere, nein, sagte Nuri und breitete in großer Geste die Arme vor der Piepenkötter aus. Einige jüngere Muslime pfiffen auf den Fingern. Die Piepenkötter lächelte mechanisch in die Menge und wusste, es gab keinen Ausweg, ohne richtig schlecht dazustehen. Und ein bisschen neugierig war sie auf diesen Hodja schon geworden. Ja, gut, das ist mir auch wirklich wichtig. Also kurz, wir haben noch Termine, da bitte ich um Verständnis. Wunderbar, rief Nuri und drückte die perplexe Piepenkötter an sich. Ein Jubel brach aus und ein Blitzlichtgewitter dazu. Das wäre doch ein tolles Bild. Dürfen wir Sie begleiten? Hörte Bob Winter, der Journalist, dazwischen. Die Piepenkötter holte kopfschüttelnd Luft, aber da kam ihr Nuri Hodja bereits zuvor. Natürlich, natürlich, unsere Gemeinde sehr offen. Kommen Sie, kommen Sie. Obwohl sehr wenig Platz. Vielleicht ein Fotograf schießt Foto und gibt Foto die andere? Unhöflich in unsere Kultur, so zu viele eng. Entschuldigen bitte Sie, Sie kommen mit? Sagte Nuri Hodja und zeigte auf Bob Winter. Noch einmal holte die Piepenkötter Luft, aber da hatte Bob Winter schon seine Nikon gehoben und Claro gerufen. Die Vorstellung von Nuri Hodja endete in Bravo-Rufen, Musik setzte ein und nachdem alle Hände geschüttelt und Schultern geklopft waren, fuhr eine kleine Kolonne los, bestehend aus Osman und Nuri im ersten Wagen und Bob Winter im zweiten. Im dritten saßen Meierlein, der Fahrer und die Piepenkötter, die sich dachte, dass der Hodja vielleicht doch ein herzlicher, wenn auch übereifriger und spitzzüngiger Mann war. »Das, meine Töchterchen Hülya«, sagte Nuri Hodja. Seine Tochter gab der Piepenkötter die Hand und sagte höflich »Guten Tag« mit deutlich weniger Akzent als ihr Vater. »Sehr gut Deutsch gelernt in Türkei. Gutes Mädchen.« Die Piepenkötter begrüßte sie freundlich und erzählte, sie habe einen Sohn, Patrick, etwa im selben Alter wie Hülya.
Und Ihre Frau? Fragte die Piepenkötter den Hodja. Ist sie nicht da? Tot leider, sagte Nuri und Ölja senkte den Kopf. Oh, verzeihen Sie mein Beileid, sagte die Piepenkötter. Kein Problem, ist schon lange her. Die Piepenkötter räusperte sich und sah sich um. Es schien hier wirklich eng zu sein in dem Apartment, so wie der Hodja erklärt hatte, aber sehr aufgeräumt. Die Piepenkötter sah die Dienstwohnung zum ersten Mal. Den vorherigen Hodja hatte sie nie privat besucht. Bob Winter hielt die Kamera die ganze Zeit vor der Brust, sodass er gleich abdrücken konnte, wenn er ein gutes Motiv sah. Ja dann, bitteschön, sagte Nuri und öffnete die Wohnzimmertür. Dort hatte Hülya ein hinreißendes Frühstück vorbereitet. Eier, Oliven, Sucuk, Schafskäse, ein Vorspeisenteller mit Hummus und Auberginenpüree. Das Fladenbrot war warm und roch süßlich. Nur sah die Piepenkötter mit Erschrecken. Es gab keine Stühle. Das Frühstück war auf einem ganz niedrigen Tisch vorbereitet. Sitzen musste sie wohl. Nehmen Sie Platz, einfach auf die Boden. Traditionell Frühstück, ja, so das heißt. Bitte, bitte. Also nein, erwiderte die Piepenkötter, seien Sie mir nicht böse, aber ich fürchte, ich bin nicht passend gekleidet und... Da hatte Nuri Hodja im Nu die Piepenkötter an den Schultern gepackt. Kein Problem, gerufen und sie fest zu Boden gedrückt. Die Piepenkötter war überrascht von seiner Kraft, unsicher wegen der Kamera, verkrampft wegen ihres Rocks und verzweifelt, weil sie nicht wusste, was da mit ihr geschah. Also wandte sie sich und versuchte, Nuri Hodjas Griff zu entkommen, während er beruhigend auf sie einsprach und Bob Winter zuzwinkerte. Schließlich landete sie irgendwie ungünstig auf beiden Knien und drohte wie ein hilfloser Käfer auf den Frühstückstisch zu kippen. Da griff sie doch nach Nuris helfenden Händen, um sich in eine seitliche und sittliche Position hieven zu lassen. Bob Winter betätigte genüsslich den Dauerauslöser. Als die Piepenkötter saß, verabschiedete er sich schnell und der Hodja und sie waren zum ersten Mal allein. Mit dem Rücken zur Piepenkötter ließ Nuri Hodja aus einem Samovar Tee in zwei kleine, am Bauch taillierte Gläser laufen und sagte, »Noch einmal herzlich willkommen.« »Danke«, sagte die Oberbürgermeisterin automatisch, sie rang immer noch damit, eine bequeme Sitzposition zu finden. Doch dann hielt sie inne. »Noch einmal herzlich willkommen?« Der schwere Akzent des Hodjas hatte sich schlagartig in einen leichten verwandelt, nur noch das R rollte er stark. »Ein oder zwei Stück Zucker, Frau Piepenkötter?« »Piepenkötter? Kein Köter mehr? Also das war ja...« Nuri Hodja drehte sich um, beide Teegläser in der Hand, sein Grinsen war breiter als sein Ohrenabstand. »Sie haben die ganze Zeit Theater? Sie... Woher können Sie so gut Deutsch?« »Naja, Theater. Sagen wir, ich habe Ihre Vorurteile bedient.« Nuri Hodja lächelte milde. Vor allem schützt das vor lästigen Fragen der Journalisten, wissen Sie? Und ich habe das Recht, missverstanden zu werden oder selber falsch zu verstehen. Ich dachte, das kann hier ganz nützlich sein. So für den Anfang. Jetzt grinste er so breit, wie der Bosporus an seiner breitesten Stelle war. Sie sind ja noch viel dreister, als ich dachte. In der Schule. Wie bitte? In der Schule. Sie haben mich gefragt, wo ich so gut Deutsch gelernt habe. In welcher Schule? 8 Jahre deutsches Gymnasium in der Türkei, sagte Nuri Hodja triumphierend. Sowas gibt es da? Schon lange, sagte Nuri. Wer hat sie mir bloß auf den Hals geschickt? Fragte die Piepenkötter. Sie hasste es, vorgeführt zu werden. Im Zweifel der da, sagte Nuri ernst und zeigte Richtung Himmel. Das kriegen Sie wieder, verlassen Sie sich drauf, sagte die Piepenkötter kämpferisch. Nuri sah sie einen Augenblick lang an, stand dann wieder auf und ging, scheinbar etwas suchend, ins Nebenzimmer. Er ließ die Tür weit offen, und die Piepenkötter traute ihren Augen nicht. Da stand ein großer Esszimmertisch, dicht gedrängt an eine Sitzgruppe aus braunem Leder, und 6 Stühle waren aufeinander gestapelt. Seine Tochter musste das Esszimmer leergeräumt haben, während der Hodja und sie auf dem Willkommensempfang waren. Nun trug er genüsslich Stuhl für Stuhl herüber. »Das ist eine bodenlose Unverschämtheit«, brüllte die Piepenkötter und wollte aufspringen, was aus ihrer Position nicht ging, so dass sie erst auf alle Viere musste, um hochzukommen. Nuri Hodja stand wieder im Raum, stellte einen weiteren Stuhl ab und verschränkte die Arme vor seiner Brust.
Ich bin die Oberbürgermeisterin. Sie werden mich noch kennenlernen, Sie. Sie werden sich in Zukunft hüten, in Ihren Pressekonferenzen so herablassend über mich zu sprechen. Ich bin ein Mann Allahs. Ich habe Theologie studiert. Ich bin weder ein anatolischer Eselscheiber noch ein buckelndes Etwas, knurrte er mit seiner tiefen Stimme zurück. Die beiden standen jetzt so nah voreinander, dass sich ihre Nasen beinahe berührten. Für wen halten Sie sich eigentlich, Sie eingebildeter Hornochse? Sie kommen in meine Stadt und führen mich vor? Unterschätzen Sie mich bloß nicht. Und das mit Ihrer Moschee, das können Sie vergessen. Nur über meine Leiche stellen Sie hier so einen Kasten hin. Dann werde ich Sie bis zur Wahl mit der Moschee schön vor mir hertreiben, bis Sie keine Chance mehr haben zu gewinnen. Und nichts ist Ihnen doch wichtiger als Ihre Wiederwahl, hat mir Bob Winter erzählt. Da haben Sie ja gleich den schmierigsten Verbündeten gefunden, den Sie hier finden konnten. Immerhin habe ich überhaupt einen Verbündeten. Ha, rief die Piepenkötter. Selber ha, rief Nuri Hodja. Sie werden mich noch kennenlernen, solche wie Sie, die verspeise ich zum Frühstück. Das haben wir ja gerade gesehen, sagte der Hodja und zeigte auf das Frühstück am Boden. Ich gewinne die Wahl, ich kriege meine Moschee. Auf Wiedersehen, Herr Hodja. Guten Tag, sagte Nuri, den gespielt schweren Akzent wieder aufnehmend. Die Piepenkötter knallte die Tür zu und war fort. So, bitte, gerne. Ich wusste doch, dass das in Berlin was anderes ist als in Hamburg. Ich hatte nämlich im Sommer eine Lesung in Hamburg. Und da haben die zahlreichen Besucher der Veranstaltung so im letzten Drittel verstanden, dass das so eine Realsatire ist und dass man lachen darf. Also ich bin ganz froh, bei Ihnen zu sein. Das war damals, ich dachte, es liegt an mir oder so. Aber ich mache einen kleinen Sprung, noch eine ganz kurze Passage. Wer Don Camillo und Pepone kennt, weiß ja, dass Pepone ein gutes Verhältnis nach oben hat, mit Jesus sich unterhält. Nuri kriegt gelegentlich auch Rat von ganz oben. In der Zwischenzeit hat Frau Piepenkötter ein ziemlich großes Kreuz an der Einfahrt zur Hinterhofmoschee aufstellen lassen, was der Gemeinde nicht so gut gefällt. Der Hodja hat in einem Freitagsgebet klargemacht, dass Jesus doch auch einer der Propheten des Islam ist und dass die Gemeinde ruhig bleiben soll. Er hängt so ein bisschen zwischen beiden Stühlen und braucht jetzt mal dringend Rat. Eine Stunde später kniete Nuri Hodja in seinem Wohnzimmer gen Mekka und betete ein sechstes Mal an diesem Tag, also einmal mehr als der Islam einem frommen Mann vorschreibt. Er wollte Allah mit seinem Gebetsfleiß milde stimmen. Schließlich sagte er, Allahum, du warst so schweigsam in letzter Zeit. Du auch, mein Sohn, du auch. Ich hatte viel zu tun. Ja, so kannst du es wohl auch nennen. Allahum, warum treffen mich so viele Blitze auf einmal? Ist es nicht recht, eine würdige Moschee einzufordern? Doch, das ist es. Und ist unwahr, was ich über Jesus als deinen Propheten sagte, mit dem Koran in meinem Herzen? Nein, unwahr war nichts. Alles war wahrhaftig. Und der Koran war wahrlich in deinem Herzen. Und warum strafst du mich dann so? Wie kommst du darauf, dass ich es bin, der dich bestraft? Wer denn dann? Nun, mein Sohn, da sind einige, die dich geißeln. Da wäre dein Starrsinn, dann deine Überheblichkeit und deine Bösartigkeit nicht zu vergessen. Die Sache mit dem anatolischen Frühstück am Boden, für solche kindischen Dinge habe ich dich nicht zum Hodja gemacht. Verzeih mir, Allahum, ich bin deiner unwürdig. Das bist du in der Tat, lass dir das gesagt sein. Vergib mir. Allah schwieg einen Moment und Nuri Hodja machte sich noch kleiner. Ich vergebe dir ja, denn in deinem Innersten spüre ich zu jeder Zeit deine Aufrichtigkeit mir gegenüber. Nuri Hodja senkte den Kopf noch etwas tiefer, als er ihn ohnehin schon gebeugt hatte. Darf ich dich dann um einen Gefallen bitten? Nuri, wie du fragst, will mir nicht gefallen. Die Piepenkötte, sie steht unserer Sache im Weg. Deiner Sache, meinst du wohl? Sie hat keine leichte Aufgabe zu bewältigen und du hast die Sache begonnen wie Attila der Hunnenkönig. Sie will mit allen Mitteln den Moscheebau verhindern. Das darfst du doch nicht mit ansehen, sagte Nuri. Du willst bloß, dass ich die Drecksarbeit für dich erledige und sie aus dem Weg schaffe. Ich meine nur ein bisschen Pech im Wahlkampf, ein neuer Bürgermeister, das wäre doch ein Klacks für dich.
Es wäre genauso ein Klacks für mich, dich Missionarsarbeit im Vatikan machen zu lassen, sagte Allah erzürnt. Nuri Hodja zuckte zusammen und rutschte hin und her. Allah ist mächtig und weise. Ja, das bin ich. Herzlichen Dank. Dankeschön. Ja, soweit das, was ich lesen wollte, was in die Zeit passt. Sie wollten vielleicht noch Fragen stellen, glaube ich. Herzlichen Dank, Herr Bingel. Mikrofon. So, vielen Dank, Herr Bingel, die sehr spannenden Ausschnitte aus Ihrem sehr, sehr spannenden Buch. Ich kann es wirklich nur empfehlen. Ich würde an dieser Stelle einfach Ihnen die Gelegenheit geben, sich direkt mit dem Autor ins Gespräch zu begeben. Bitte schön. Hallo, vielen Dank erstmal für die Lesung und den Einblick. Ich kenne Ihren Text bereits und würde gerne auf zwei Sachen nochmal eingehen wollen. Erstmal habe ich mich natürlich auch gefragt, warum Gott spricht, weil das ist ja in deutsch-türkischer Literatur doch ein Novum, gerade in den letzten Texten. Und die zweite Sache würde mich interessieren, Sie haben ja die Verbindung jetzt nur angedeutet, also es kam jetzt in den Textstellen nicht weiter vor, dass es ja so eine Parallelbewegung gibt von Nuri und der Piepenkötter und Patrick und Hülya. Und da wollte ich fragen, ob das so eine Art von Generationenkonflikt ist, weil am Ende, ohne das Ende jetzt vorwegzunehmen für die Leute, die das noch lesen wollen, gibt es ja, wie formuliere ich das am besten, ist es vielleicht eine Art Konflikt, der über die zweite nur gelöst werden kann, ob das die Aussage damit war? Ja, also warum spricht Gott? Die ganz banale Antwort ist, weil ich es gut fand, dass er hier spricht. Aber mir ist klar, worauf Sie ansprechen. Gott hat keine Gestalt, Allah hat keine Gestalt, also kann er auch nicht sprechen. Streng genommen haben Sie recht, aber das ist keine wissenschaftliche Abhandlung, sondern ein Roman. Und ich habe es mir erlaubt, sozusagen. Was übrigens eine sehr spannende Beschäftigung war, sich zu überlegen, wie wäre denn mein Gott in so einem Buch eigentlich? Und er ist so ungefähr so geworden, wie ich es jetzt erzählt habe, vorgelesen habe. Insofern glaube ich, jeder, der das liest, das sind nicht die satanischen Verse, die Karikaturen, um die es im Karikaturenstreit ging. Aber natürlich, wenn man jetzt sehr, sehr sensibel ist, entschuldige ich mich auch für, aber ich glaube, da muss man mit leben. Also wir sind im 21. Jahrhundert, so, da brauche ich mich, glaube ich, nicht zu verstecken. Aber ich fand das wichtig für die Geschichte. Es geht ja auch immer darum, jetzt als Erzähler gesprochen, als Schreiberling, als Schriftsteller gesprochen. Es ist ja immer die Frage, wie kriege ich Reflexion in die Handlung? Und das ist ein guter Weg über Dialog, weil er mit dem natürlich Reflexion betreiben kann, was er sonst immer in seinen Gedanken machen würde, was nicht so mein Weg ist, was zu erzählen. Und die zweite Frage war zu dem Thema Generationenkonflikt. Wissen Sie, ich habe ja als Journalist da ziemlich viel zu gearbeitet oder in den Tagesthemen auch zu kommentiert. Da muss man dann immer so ernst sein und alles sehr abwägen. Ich würde da jetzt von mir aus, wenn Sie das so lesen wollen, finde ich's völlig in Ordnung. Ich glaube, es war fürs Buch wichtig, dass es irgendeine Gegenbewegung gibt, wie Sie es beschrieben haben. Eine kleine Romeo- und Julia-Geschichte sozusagen auf der anderen Seite. Ja, das ist auch natürlich nicht ganz verkehrt, dass es mit der Zeit vermutlich alles ein bisschen entspannter wird. Zumindest lehren das sämtliche Analysen von Einwanderungsprozessen. Ob wir jetzt die Polen in Deutschland nehmen oder Einwanderer in anderen Ländern, es entspannt sich mit der Zeit immer das, was so heiß gegessen wird. Ich hatte mal Dokumente rausgesucht für meinen Beruf als Journalist, wo gesagt wurde, die reden in ihren Kirchen nicht auf Deutsch und untereinander nicht auf Deutsch und. Das war von 1880 in Polen mit dem Eifer, den man jetzt vielleicht aus den letzten 20 Jahren wiedererkennen kann. Insofern jein.
Ja, ich wollte nochmal auch auf Sie antworten und Ihnen nochmal ganz herzlich danken für diese wunderbar erfrischende Geschichte. Wie lange gibt es schon Don Camillo und Pepone? 60 Jahre? Ja, 50. Und es war völlig normal vor 60 Jahren, dass Jesus zu Don Camillo spricht. Also warum soll dann heute nicht der liebe Gott auch zu einem muslimischen Imam sprechen? Ich glaube, wenn wir immer in einem Roman, also ich bin Psychologin, ich habe oft Leute mit Gott reden hören, das ist völlig normal. Und er hat auch geantwortet. Was ich wichtig finde, ist, wir reden immer von der Augenhöhe, auch der Religionen. Und Augenhöhe kann nur sein, wenn überall gleiche Selbstverständlichkeit herrscht. Also ich finde es wunderbar, dass endlich mal völlig unbekümmert auch das geschrieben wird. Bitte entschuldigen Sie sich nicht für diese Phase, weil sie ganz herrlich und erfrischend sind. Danke. Ja, ich habe Sie auch nicht so als Kritikerin verstanden. Ist okay. Entschuldigung. Ich fände es ganz toll, wenn der Hoxha mit der Bürgermeisterin eine Affäre hätte. Also das wäre klasse. Ja, und nicht die zweite Generation. Soll ich was dazu sagen? Ja, ich hoffe, ich will gucken, was der Rowohlt Verlag macht. Gut, okay, ja. Yeah. Mich würden die unterschiedlichen Reaktionen vom Publikum interessieren, weil Sie ja vorhin gesagt haben, Sie hatten eine Lesung und die Leute haben sich lang nicht getraut zu lachen. Wie es in Wien wäre, weiß ich nicht. Das diskutieren wir dann am Abend. Aber also die Reaktionen scheinen unterschiedlich zu sein. Gibt's auch ein Publikum oder Teile des Publikums, die mit dem überhaupt nichts anfangen können? Vielleicht im Sinne des vorhin Gesagten ins Negative verkehrt, nämlich Allah kann doch nicht sprechen und was ist das für ein Blödsinn, so in die Richtung? Also ich bin noch nicht mit Tomaten beworfen worden, auch nicht mit Minaretten oder so, wenn Sie das jetzt meinen. Ich glaube, wer zu einer Lesung geht von einem Autor, der sowas schreibt, der hat eine gewisse Erwartungshaltung, hat sich vielleicht für eine halbe Minute damit auseinandergesetzt, was da kommt. Also auf den Lesungen, auch wenn da erkennbar Nicht-Bio-Deutsche dabei sind, ist die Resonanz insofern sehr freundlich und sehr positiv. Ich hatte aber zum Beispiel auf der Insel Föhr im Sommer eine Lesung, da entsponn sich eine, ich glaube, ich habe eine Stunde gelesen und es wurde noch eine Stunde unter dem Publikum wild hin und her diskutiert. In Holland ist das so und bei uns so und ich habe das erlebt. Also das kann das schon auslösen. Ich habe es auch Muslimen in meinem Freundeskreis, Bekanntenkreis auch mal gegeben. Es war auch, die haben gesagt, ich hab gelacht, ist dir was Schönes gelungen. Und das war ja auch so ein bisschen der Grundgedanke, das Buch zu machen, mal drüber zu lachen. Also es gibt ja viel deutsch-türkische Literatur, wurde angesprochen, so rund um das Islamthema haben, glaube ich, alle bisher, wenn ich es richtig sehe, so einen größeren Bogen gemacht, zumindest auf die Art und Weise, da dran zu gehen. Ich glaube, wenn man mal drüber lacht, das löst die Probleme natürlich nicht, aber es lockert ein bisschen vielleicht wie heute diese Runde vor den nächsten Vorträgen und Paneldiskussionen ein Stück weit auf. Ich glaube, dass das ein ganz wichtiger Schritt ist. Ich würde das gar nicht kleinreden. Ich glaube, so ein bisschen locker, wenn Sie an die Sarrazin-Diskussion sich erinnern letztes Jahr, da saßen ja alle Beteiligten irgendwie so in den Talkshows. Ich glaube, verkrampfen hilft bei dem Thema nichts, auf beiden Seiten nicht. Und insofern bin ich ganz froh. Aber Ihre Frage ist nicht unberechtigt. Wir haben auch in unseren Sendungen wurden häufig Journalisten oder auch Schriftsteller wegen totalen Lappalien, sage ich mal, oder Kleinigkeiten dann im Internet auf einschlägigen Seiten angeprangert mit Adresse und so weiter und so fort. Davon bin ich verschont und ich glaube, jeder, der jetzt nicht bewusst was Böses da reinliest, wird damit auch klarkommen und dass es ein paar Radikalinskis gibt, die daneben sind, ja, also davon lasse ich mich aber nicht abschrecken, jetzt Allah sprechen zu lassen oder so. Und ich finde auch, dass das ein ganz, danke, aber so heldenhaft finde ich es jetzt gar nicht, außerdem finde ich, wenn Allah wirklich ungefähr so wäre wie in dem Buch, dann fände ich das sehr sympathisch. Okay. Ja. Zeit um. Vielen Dank. Dankeschön. Danke auch. Vielen Dank.